überall hin ab, also nach vorne hin ab. Ja. Billy, an deiner Frisur müssen wir noch arbeiten, ne, Junge? Also, falls einer fragt, sie baut sich alleine selber ein Sextoy zusammen. Also, ey, das ist kein Sextoy! Oh. Ah. Nein. There is water. This is much water. Some nice water. Weißt du, es regnet wie aus Strömen, aber wir brauchen Wasser. Liam braucht 3 Wettertaft. Das Spiel gibt mir grüne Kräuter en masse. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Nein, es ist einfach nur nett zu dir. Es ist sehr nett gerade. Es ist gerade echt nett. Das Spiel gibt einem nicht umsonst einfach mal 2 grüne Kraut. Hat es mir gestern in meinem Zweitdurchlauf mit Leon. Es gibt dir manchmal wirklich einfach so Kräuter, glaub mir. Nach dem Motto, halt mal kurz. Genauso wie mit dem Lavendel. Überall steht scheiß Lavendel rum. Warum? Ja gut, wenn man erstmal weiß, dass das Zeug jetzt einen besseren Effekt hat, als nur Gift zu heilen, dann macht's Sinn. Und ich find's gut. Ja, es ist halt nur wirklich so, da steht schon wieder Lavendel rum. Die Frau hatte gerade eine geile KI. Ist einfach mal eine halbe Stunde gefühlt in den scheiß Türrahmen gelaufen. Das ist ein schöner Türrahmen. Ich habe gestern Zombies in Wände reingegaggt. Nee, hab ich auch gerade. Wie auch immer ihr das hinkriegt. Bei mir verschwinden nur alle Nasen an der Boden. Ich habe bei mir jetzt auch gestern einmal auf Full HD und alles gestellt. Oh Gott. Oh, sieht das geil aus. Ich wollte es jetzt beim... nicht kommen. Nicht im Stream, bitte. Eben. Nicht im Stream. Nicht am Billy rumspielen. Tu ich's oder so. It's a box! Box, box, box. Someone lose a key? Thanks. Ja Mensch, ungeahnte Möglichkeiten für dich. Auf einmal den Schlüssel, nachdem ich schon seit Ewigkeiten suche. Und du willst denn jetzt auch noch Möglichkeiten abgrasen? Ja, jetzt haben wir erstmal Optionen, Jesus. Das große Zahnrad packe ich, glaube ich, erstmal beiseite. Ah, okay, da seid ihr gerade, da seid ihr. Pack mal das große Ding beiseite, das brauche ich nämlich gerade nicht. Da hocke ich gerade in meinem zweiten Durchlauf mit Leon auch. So, genau, okay. Na gut, das Brett, Das behalte ich jetzt erstmal, falls ich auf dem Weg nochmal was verbarrikadieren will. Es wäre halt ein geiles Feature, wenn du das Ding dabei hättest und dich im Vieh anfällt, einfach mal mit zuschlagen. Hey. Schach! Hey Angel, meine Aussage steht, I could not without someone noticing. Ich habe sowas von die Kontrolle. Oh Gott, ich habe aber kaum noch Matilda-Munition. Gut. Nee. Das wird ein böses Vorhaben werden. What the fuck? Angel weiß, was ich meine. Bis hier sind Kreuztüren, Beobachtungsraum. Ich kann in den Aktenraum. Geh in den Aktenraum rein. Du kannst auch jetzt unten in den Verhörraum rein. Eben, also das sind jetzt meine beiden Optionen, die ich habe. Aktenraum auf jeden Fall. Er braucht sowieso beide Räume. Eben. Das war mir schon klar, ich wäre sowieso in beide. Jetzt ist nur die Frage, how do I get back from here? Naja, du hast jetzt gerade den Wasserverlauf umgestellt, jetzt kannst du löschen. Ach so. Ach ja, stimmt. Das Rohr geht jetzt da längs und dann löscht es den Heli. Und dann kannst du um den Gang herlaufen. Ah. Geht das Gängchen rauf? Das ist eine ganz große Gießkanne. Hui, Spratzel. Darf ich jetzt sehen, wie Leon einen fucking Helikopter schiebt? Schieb den Helikronk. Nee, ich kann wahrscheinlich einfach durchgehen, ne? Nicht in feste Heli? Naja, Feuer ist leer. Feuer Schade, ist leer. Ich hätte es irgendwie gefeiert, wenn ich den Helikopter... Oh, oh! Ach übrigens, Spaß! Jesus. Hat er mein bester Freund! Oh no! Er ist dein bester Freund. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die so panisch ist bei dem Kerl. Not you again! Nope, ihr seid beide gleich in dem Fall. Oh snap! Oh Gott, sein Gestampfe vor allem! Immerhin war er so nett, er hat das Ding beiseite geschoben. Ja klar, er möchte ja auch zu dir hinkommen, um Kuschelsquad zu spielen. Oh Gott, nee, ich will aber nicht kuscheln. Der Kuschelsquad ist meins!
Ach, Keks, er möchte mit ihm kuscheln. Oh. Er hat schon mit dem Reporter gekuschelt. Mio, Nanda, yo, Smokey. Ah, er hat schon mit Ben gekuschelt. Ja, klar. Geh mir aus dem Weg, ich habe keine Zeit für sowas. Ich verstehe euren Stress nicht, den ihr habt, sobald der Große mal da ist. Brett. Habt ihr etwa Angst vor großen Leuten? Ist das Diskriminierung? Ja. Vor allem... Wie der einem jetzt hinterher stampft. Den ja, mach mal. Das ist... Aber extra so. Aber es macht Spaß. Nach einer ganzen Weile verliert er dich halt aus den Augen, bis du halt wieder Radau machst. Sprich, laut rennst, rumballerst, Viecher aufschreckst. Oh Gott. Konfiszierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde in der Menge gefunden. Als Beamter wurde Redestätte speziell verwirrten. In den Notizen wurde konfisziert. Anmerkung. Er weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen. Ach, guck mal. Alleinstehender, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. War auch der Kleptomane. Genau. Kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptomane. Und glaube, dass er ausgerechnet an der Polizeistation etwa mitgehen lassen wollte. Das Papier fällt in eine Plastiktüte. Oh! Oh, Papier! Give me some Papierchen. Ja, seltsam, das sieht hier beinahe aus wie ein Tresorcode. Oh. Also, Shadow, du müsstest mal meinen Notizzettel sehen. Da ist so viel drauf rumgekritzelt wegen Resi. Kästchen. Mensch. What's in the fucking box? Naja, dafür musst du erstmal den Rubin oben reinsetzen. Spoiler hol. Eine Truhe. Ach so, du willst gespoilert werden, also in der Box ist deine Mutti. Ich will ihn immer noch durch die Gegend stampfen. Okay, wozu brauche ich die Herztür? Wozu ist denn hier eine Herztür? Das wäre Claire's Weg gewesen. Ah, ach so, die Herztüren, die haben mit Lian gar nichts zu tun. Nee, also ihr habt unterschiedliche Wege mit den Schlüsseln. Ah. Du bekommst den Herzschlüssel gar nicht. Cool. Dafür bekommt Claire aber nicht den Kreuzschlüssel. Oh, fuck, ich höre ihn da. Hey, Kerlo. Oh, ich höre ihn da draußen rumstampfen. Bist du sicher, dass du die Kopfhörer auch richtig aufhast? Scheiße, er ist da draußen. Und ich bin gerade ehrlich und ich dachte, ich bin die Einzige, die so panisch ist bei dem Vieh. Nope, ihr seid 1:1 gleich. Scheiße. Ich warte mal kurz. Glaubst du, ich habe nicht das Gefühl, der geht. Je nachdem, wie weit er entfernt ist, wird er wahrscheinlich in der Tasche über dir sein. Du hörst ihn nämlich auch, wenn er über dir oder unter dir ist. Das hörst du. Das Stampfen hat aufgehört. Ja, wahrscheinlich oder auch nicht. Ich hab echt Schiss, hier rauszugehen. Geh einfach. Einfach gehen, Shadow. Das habe ich auch gemacht, glaub mir. Einfach laufen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist ein großer Lien. Und ich rede nicht auf dich ein, nur damit du ihn ignorierst. Und dann panisch von ihm weglaufen musst. Ansonsten, Shadow, ich empfehle dir das Mr. X Vermeidungsspiel. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der ist hier irgendwo in der Nähe. Das Mr. X Vermeidungsspiel, aka Tresor. Oh shit! Jetzt weiß ich, warum ich das so lustig findet. Alter, der hat seinen Kollegen einfach weggebolzt! Das ist lustig, wenn er versucht, auf Licker loszugehen. Der ist immer... Der Arsch! Er wartet! Es ist vor allem lustig, wenn du in einem der Safe-Räume drin stehst und dann mal aus der Tür rauslunst. Keks hat das mal ausgetestet. Ja, das ist so... Am meisten Shadow, Angel und ich haben da gestern mal drüber gesprochen. Ich will das später mal versuchen, den Tyrant, ob der auch irgendwie in den Safe-Room reinkommen kann. Ob man den dann irgendwie so austricksen kann. Nee, das ist tatsächlich so gemacht, dass du da tatsächlich ein bisschen safe bist. Ja. Ich will das halt wieder haben. Gib her.
Das ist halt so ein schönes Detail gewesen, ist, als nachdem Marv tot gewesen ist, ist ihm direkt mal ein Kopf in die Eingangshalle gefolgt. Ist er kommen? Er ist wahrscheinlich genau. Ja, er ist genau. Ja. Wir haben zweifelsvoll abwarten für mich. Oh! Oh Gott! Ja gut, also wenn du halt vorher geballert hast, dann weißt du genau, wo du bist. Ja. Oh, geh durch, geh durch. Das ist halt das Gemeine an ihm. Einerseits läuft das seine Routen ab und andererseits voll nach Gehör. Oh. Aber ich hab's auch schon oft. Aber ich hab's aber auch schon oft genug gehabt, dass ich den abgeschütteln, verdammt gut abschütteln konnte. Ja, ja, den verlierst du nach einer Weile. Und je nachdem, ob du dann zwischendrin in einem anderen Raum warst, dann bleib halt stehen. Ja, nimm sie mit. Spitzer, einen Rückstoß und oh. Ja, Mathilda. Oh, nice. Das Ding sieht immer geiler aus. Get the fuck out of here. Kann auch in die Eingangshalle? Wahrscheinlich ja. Der kann überall hin, außer natürlich in die Safe Rooms. Ja, he's right behind me. Es gibt, glaube ich, noch einen weiteren Raum, wo er nicht rein kann. Den Glockenturm. Ja, he's da kommt er auch right nicht rein. Right fucking behind me. Kann ich in der Zeit speichern? Nee, ne? Speichern kannst du, aber er geht deswegen nicht weg. Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja, Lumian, ich hab's gesehen, aber ich guck's mir jetzt nicht an. Are you fucking kidding me? Ich bin nicht schnell gewesen, ich hab direkt die Truhe mitgenommen. Ja. Wie gesagt, ansonsten, ich empfehle dir wirklich in irgendeinem sicheren Raum ganz viel das Teil- und Vermeidungsspiel zu spielen und irgendwelche tragbaren Saves zu knacken. Es bringt deine Nerven runter, glaub mir. Ist der Vater ja schon offen, er hat alles. Verdammt, er kann kein Teil- und Vermeidungsspiel mehr spielen. Nein! Krepier! Der Tyrant? Nee. Lecker. Ich will doch nur meine Ruhe vor dir, you dipshit! Lass mich doch in Ruhe! Schießt du auf den Tyrant? Nein! Oder? Nee, nee, er hat nur einen Blick erschossen. Also so schlau ist der Junge auch schon noch. Oh fuck. Du musst den erst loswerden. Nee. Das, was mir wichtig war, dass ich dem Tyrant das Hütchen vom Kopf schieße. Das war mir wichtig. Ach, das Achievement. Verdammt, hier ist ja noch was. Ich bin auch momentan dabei, hier die ganzen Hüte wegzuschießen. No, das ist jetzt auch sehr schön. Ich muss mich hier irgendwie umgucken, weil hier irgendwo ein Item noch rumliegt. Das siehst du auf der Map eigentlich. Da, ja, Schießpulver. Dankeschön. Man sieht sich. Grüß Frau und Familie, Ficker. Sollte sie jetzt am besten wirklich zu der Belichtungskammer rennen und dann mal das Kästchen aufmachen. Oh ja, warte. Ich muss hier erstmal vor dem Kerl weg. Erstmal muss ich ein bisschen Abstand zu ihm gewinnen. Dann reden wir weiter. Scheiße, da ist noch was drinne? Oh fuck, I'll come back for this later. Beziehungsweise ich gehe jetzt... Also später noch die Möglichkeit, noch reinzukommen, also ist jetzt nicht so wild. Du kannst auch später noch... Nein! Oh, du Wisser! Weil Shadow, das Spiel sagt dir, wenn es ein Point of No Return gibt, dann sagt dir das Spiel. Ja, ja, das glaube ich schon, aber... Wie gesagt, aktuell ist da... Ne, noch einer. Oh, leck mich doch am Arsch. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Okay, warte. Dunkelkammer. Nee, Lumian, du verwechselst da was. Der Zahnarzt war Dr. Birken. Hat der Birken schon kennengelernt? Ja. Dem hat er ja schon mal spielen müssen. Scheiße. Ach ja. Du verwechselst da gerade was. Du hast ja direkt den zweiten Durchlauf bei Lien gestartet. Ich hab auch gerade so noch das Ding im Kopf auch noch so ein bisschen. Geh weg, du Wegschnitzel. Ja gut, das Ding ist halt, der erste Durchlauf ist halt minimal anders, also vom Aufbau her. Du hast ja direkt den zweiten Durchlauf gestartet, warum auch immer das ging. Ja, hier. Oh, what is in the fucking box? Ein Stars-Abzeichen. Guck's dir mal genauer an. Ja, das hatte ich vor. Lass mich raten, das ist ein USB-Stick oder so.
Es ist ein fucking U. Ja, das leck mich doch. Ich will auch so einen USB-Stick haben. Nein, Keks, kriegst du nicht. Nein. Den Kreuzschlüssel brauchen wir nicht mehr, gut. Nein, Keks, du kriegst keinen Dongel. Ich will auch keinen Dongel, ich will einen Stars-USB-Stick. Du willst eine Menge Zeug. Das sag ich doch, einen USB-Dongel. Wir wollen alle eine Menge Zeug. Eieiei. Mensch, dann kannst du. Geil, ich höre ihn hier immer noch durch die Gegend stampfen. Ach, dann wirst du so schnell auch nicht los. Oh Mann, der will auch nicht los. Der will mich auch nicht in Ruhe lassen. Der hat mich gefressen, hat er mich. Immer habe ich sein letztes Snickers weggegessen. Du hast ihm sein Hütchen weggeschossen. Noch nicht. Ich habe ihm noch nicht mal auf den Kopf geschossen. Ich habe bislang keine Munition an dem Käfer verschossen. Na, ich einmal, weil ich einfach dieses blöde Achievement haben wollte. Es gibt ein Achievement, welchem ihm den fucking Hut wegsch. Ja. Der wird dann sauer. Das hättet ihr mir nicht sagen dürfen. Ich will auch, wenn ich jetzt den Run durch habe, jetzt mit Leon nochmal den weiteren, will ich gucken, dass ich auch das Achievement gute CO2-Bilanz bekomme. Oh, viel Glück dabei. Viel Glück dabei. Mhm. Wie du das hinkriegen willst, während du panisch von einem Tyrant wegrennst, ist mir ein Rätsel. Ich weiß, wie du spielst. Stars Büro. Ich muss also einmal eine Etage höher durch den Duschraum hoffen, dass der Tyrant nicht da ist. Problem ist, da ist auch noch der Licker. Ah, da bleibt ja mal noch vorne beim Ausrüstungsbüro. Also den Tyrant hast du gerade, glaube ich, gerade eher Stress. Ja, genau. CO2-Bilanz ist, musst das Spiel innerhalb 14.000 Schritte oder weniger. Das ist absolut... Und je nachdem, wie panisch du von einem Tyrant wegrennst, hast du das schnell zusammen. Das ist absolut ridiculous. Es ist aber machbar. Ja, aber du hast halt den Punkt, dass du immer vor Gegnern wegrennen musst. Also es ist schon tricky. Ich versuche jetzt gerade wirklich echt eine Menge. Es ist Geräusche auch die beste Strategie, einfach langsam laufen. Der hört halt, wenn du rennst. Überall, ne? Ja, er hört, wenn du rennst, er hört, wenn du schießt, besonders wenn du schießt. Na klar. Das ist halt so der eine Vorteil, den du mit Claire später hast, weil ein Zusatz zu Behörden ein Schalldämpfer ist. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Sekunde Ruhe vor dem Wichser. Hier. USB. Claire und ihre wunderschöne Antivergewaltigungsrevolver-Dings hier da auch. Bäh! Gut, dass es nicht noch lauter geht. Den USB solltest du aber wieder mitnehmen. Brief an die Stars-Mitglieder. Lieben Stars-Kameraden, wie läuft bei euch in der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons rumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Könnte ich gut vorstellen, dass wir im Regenschirm... Wow! Ist einfach weil das ja im Monat rein werden, um die Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um ein weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder überlass die Bräute ruhig mir. Chris Redfield! That doesn't sound like my brother Chris. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. August. Lightning Hawk. Oh, sieht das Ding cool aus. Und den Dongle musst du unten in die Vitrine einsetzen, dann kriegst du noch ein Upgrade für. Was muss ich? Dann hast du einen Killer. Was muss ich? Das USB-Ding musst du wieder mitnehmen, das kannst du unten dann in der Vitrine einsetzen. Vitrine? Hast du dir das Starsburg auch mal untersucht? Sorry, meistens war ich ein bisschen busy. Du bist doch vorhin da im Keller gewesen, bevor du deinen ersten Besuch beim Zahnarzt hattest, da war ja noch eine Vitrine. Da kannst du das Ding in zusammengeschobenen Zustand als Schlüssel einsetzen, dann kriegst du ein Upgrade für deine Knarre. Da muss ich gleich nochmal gucken, wo das war. Hat Shadow schon das Sunny Spray von Becky? Er guckt sich erst gerade um, ich weiß gar nicht, ob er es mal mitgenommen hat. Hier ist nichts mehr, also... Aber warte mal, dreh dich mal kurz ein Stückchen zum Tisch, da müsste irgendwo noch ein Mr. Raccoon stehen zu mitnehmen. Okay, warte mal. Hinten bei der Funkstation. Das ist eine. Ich höre das Ding auf jeden Fall. Da. Ich will aber nicht schießen. Komm so aber nicht ran. Ja, gut, kannst du dir vormerken. Du hast später noch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Beziehungsweise solltest du sogar nochmal. Okay. Ich merk's mir mal vor.
Uprising Rookie. So, jetzt ist die Frage, wo meinst du mit der Vitrine? Weil ich habe jetzt gar keine Ahnung. Wenn du in der Haupthalle den Geheimgang runtergegangen bist, bist du ja direkt mit dem Fahrstuhl unten gelandet. Ja. Und da hast du dann ganz unten bei dieser einen Tür, wo du nicht durchkommen konntest, dann eben noch die Vitrine öffnen können. Auf der Zwischenetage war dann eben der Weg, wo du zum Zahnarzt konntest. Wie komme ich denn da hin? Einfach durch die Eingangshalle wieder durch den Geheimweg. Ach so. Mit dem Fahrstuhl kannst du hoch und runter fahren, wie du willst. Ach so. Ist dann halt auch später wieder dein Rückweg. Und da bist du auch einigermaßen sicher vor der Best Buddy. Wobei, warte mal. Nee, warte, der ist ja gerade dicht. Kann er ja gar nicht durch. Da muss er ja später wieder rein. Ja, auch später machen dann. Deswegen ist ja auch dieser Drehmechanismus. Habe ich ja gerade ganz vergessen. Gut, ich muss aber auf jeden Fall... So, warte mal, jetzt muss ich mal einen kurzen klaren Kopf kriegen. Was ist jetzt Objective? Bibliothek ist out of question. Da habe ich jetzt gerade den Hebel dafür. Ich habe ein Werkzeug. Ein dünnes, langes, dünnes Werkzeug. Das solltest doch... Das musst du mitnehmen. In die Bibliothek, ja. Eben. Dann kriegst du direkt... aber du hast das Zahnrad nicht dabei für den Glockenturm. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich muss sowieso durch ein... Ja, die Eingangshalle ist ja direkt daneben. Aber was habe ich im Aktenraum vergessen? Ich glaube Munition? Würde ich ja schon gern nochmal zurück... Ich glaube, er hat meinen besten Freund wieder getroffen. Du bist mein bester Freund. Wie er auch nur dasteht und sich die Statue anguckt. Er schätzt moderne Kunst. Was, du hast doch nicht gesehen. Töten, eliminieren. Oh Gott. Lauf nicht so laut, Lien. Wir können ihm gerade... Komm. Oh, er hat mich nicht gesehen. Das sind so die schönsten Momente, wenn er an dir vorbeistiefelt. Nee, er ist nicht an mir vorbeigestiefelt, aber er hat mich nicht gesehen. Ich hab's auch öfters mal gehabt, dass ich da in dem Ausrüstungsraum gestanden bin und dann kannst du ja auf Kopfhörer durch diese Schlitze durchgucken und dann siehst du ihn manchmal vorbeistampfen. Oh, Alter. This game! Es ist so lange her, dass ich tatsächlich mal ein Horrorspiel hatte, wo tatsächlich Horror ist. Ja, hier ist eine Handgranate. Okay, es war basically worth it. Ach so, stimmt, der Schießpulver hat er ja mitgenommen. Ja, eben. Aber die Granate wurde nicht auf der Karte angezeigt. Ja gut, die hattest du ja noch nicht im Blick gehabt. Shit, jetzt... Der vermerkt ja nur das Zeug, an dem du vorbeigehst in Blickrichtung. Jetzt muss ich wieder in den... Ich muss in die Eingangshalle zurück. Naja, bei der Eingangshalle in die Bücherei. Ja eben, ich muss in die Bücherei. Und wenn du da bist, kannst du gleich an der Truhe die Ding mitnehmen. Das Zahnrad. Eben. Brauche ich nicht die Box dafür? Nee. Also du kriegst ja im Glockenturm noch die zweite Box. Da sind ja jeweils diese Elektrowürfel drin. Ach so, gut. Und die anderen Würfel kann ich mir auf dem Rückweg ja holen, wenn ich da sowieso wieder hin muss. Ja, muss ich ja zwangsweise eh hin. Ihr könnt da holtern und poltern, so viel ihr wollt. Das ist Massivholz. Das ist massives Go-Fuck-Yourself-Holz. Hello, fuck you. Was passieren würde, wenn Chris in seinem Fleischmoment einen Tyrant prügelt? Nicht viel. Er würde höchstwahrscheinlich krepieren. Und ich meine, Fleisch fehlt. Aber ich finde einfach, als ich diesen Brief von Chris das erste Mal gelesen habe, ey. Ja gut, der ist ja auch absichtlich so geschrieben, dass du dir die erste Mal gar nichts dabei denkst. Wenn du den halt mal so genauer studierst, dann merkst halt, ein bisschen fishy. Soll ich die Lightning Hawk mitnehmen oder lasse ich die lieber mal erstmal hier? Oh, die brauchst du halt jetzt noch nicht. Nee, ich wollte grad sagen. Die ist halt sehr stark gegen Bosse. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und es ist verdammt nochmal der geilste, befriedigende Sex-Sound und Rückstoß, den du je hattest von Aknara. Ja. Vor allem mit Upgrade. Boah, ich bin auf Warnung, Alter. Der hat mich richtig geclosselined, der Boy. Alter. Ich fand's aber auch nur schön, wie er da stand. Oh, schöne Statue. Ja. Oh, ein Zeuge. Wem?
Ach, guck mal, das ist aber... Ich mag genau. Ich frag mich, was der Künstler sich dabei... Oh, hey! Target confirmed. Ein bisschen. Soll ich dir was von McDonald's mitbringen? Target confirmed. Ey, das feiere ich einfach jetzt mit dem Resident Evil 2 Remake. Einfach die ganzen Memes dazu. Zu Mr. X, ja. Ja, ich feier sie. Boah, ich bin sicher. Tür geht auf, Elbow stürmt rein. Mr. X ist aber auch, Alter. Ich hab die Befürchtung, er ist gerade genau da, wo ich hin muss. Ja, das musst du rausfinden. Muss, ne? Ja, Mensch, nur gut, dass du einen Wagenheber dabei hast, um ein tonnenschweres Regal abzusenken. Das wird bestimmt leise sein. Ah. Nee, Barry hatte einen Magnum-Trommel-Revolver. Ja gut, er hat aber auch mehrere Waffen. Klar, er war der Waffentechniker. Boom! Jede Knarre war seine Knarre. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich das Ding... Ja, das Ding muss auch noch mal ein bisschen weiter. Ja, du musst halt den Weg da oben platt machen. Ja. Könnte das Regal auch noch verschieben? Naja, brauche ich ja nicht. Da ist ja Munition, wo ich weiß, dass da Munition ist, die ich schon habe. Ja, jetzt kann ich da längs. Ich kann hier oben raus. Ja, und dann von da aus in den Uhrturm. Mhm. Okay. Objective confirmed. Commencing fuck-up mode. Du solltest schnell rennen. Der Uhrturm ist safe. Da kommt offenbar hat er mich nämlich auch wieder, die Musik spielt. Ja klar, du hast gerade ein tonnenschweres Regal runtergelassen. Überraschung. Nein! Geh weg! Halt mal kurz, ich hol's mir später wieder, ja? Der Zombie ist auf einen mal kurz reingefallen. Also ich bin jetzt im Uhrturm sicher. Ja, da kommt er nicht rein. Da ist Anti-Mr. X. Warum? Weil das ein Sackgasse ist. So arschig sind sie dann tatsächlich mal nicht. Ach so, sie können dich nicht in Sackgassen festhalten. Westlicher Unterm aufgrund hoher kulturellen Werte. Glocke wurde speziell. Weitere Informationen folgen. Da ist. Bis dahin werden die Maßnahmensicherung der Glocke betrieben. Da ist jedoch hoch. Okay. Ach, guck mal hier. Nimm das Ding mal weg. Das ist, ne? So ein Schrott. So ein Schrott. So, was fragt der Netman? Ach ja, was hält Shadow eigentlich von den Mr. X-Memes? Es sind Memes, Kinder. Very hilarious. Also ich habe selber nur ein paar gesehen. Also im geilsten fand ich immer noch das aktuelle mit Sora. Das sah aber auch geil aus. Hm, das kenne ich noch gar nicht. Das hat irgendwer in den Memes-Channel geworfen. Muss ich gleich mal gucken. Ich muss gerade erstmal mich hier mit den Haarsträhnen rumprügeln, weil ich gerade meine Puppe hier, der gebe ich gerade neue Haare. Aber ja, ich reroute die gerade. Ich sehe schon, also... Memes. Aber technisch gesehen kann Mr. X ja nicht hier sein. Nee, also hier hast du tatsächlich mal Ruhe. Also hier in diesem Gang, meine ich. Ja, der kann ja nicht in den Glockenturm. Aber was ist denn hier? Mr. Raccoon. Und? Schießpulver, groß! Mr. Raccoon? Echt? Lass mich mal suchen. Achso, weil das so ein Sackgassengang ist. Hier ist eine Topfpflanze. Das Fiese ist halt natürlich auch, es ist immer alles so komplett dunkel, deswegen ist es... Ich werf mal noch ein paar weitere Mr. X-Memes rein. Ja, ein bisschen schwierig, die Raccoon-Dinger zu finden. Natürlich habe ich jetzt ja natürlich mein Messer nicht mehr. Na, aber hier kannst du, glaube ich, so tatsächlich immer drauf schießen. Ja, habe ich jetzt auch. Wenn du meinst, er kann nicht in den Uhrenturm, dann vertraue ich dir da. Also ich habe da schon mal rumgeballert, ich bin aus der Tür raus, immer noch ein Nöcher, also der ist nie durchgekommen. Gut, dann habe ich vielleicht jetzt mal eine halbe Sekunde Ruhe vor dem Wichser. Das Ding ist halt, hier hast du halt null Möglichkeiten rauszukommen und wenn du halt die Glocke läutest, dann hast du halt Radau gemacht, also da waren sie tatsächlich mal fair. Ja gut, echt fies. Oder er hat einfach nur Angst vor Glocken. Kleines Zahnrad. Ja Mensch, was machst du wohl mit einem kleinen Zahnrad? Pack es da unten rein. Du nimmst das kleine Zahnrad und packst es in das kleine Zahnrad. Achso, weil da ist... Ich hab die Box gesehen. Schau mal in die Memes. Not now. Ich bin gerade in der Zone.
Habt ihr wieder Porn gepostet, Kinder? Erst Angst, dann ich habe Memes. Mr. X Memes reingeworfen. Oh nein. Ich meine, ich bin auch aktuell... Oh ja, gut, dass ich dich leiser gestellt habe. Jesus. Der ist gut. Natürlich darf er reinkommen, denn er ist Mr. Bastion. Oh nein. Ihr habt jetzt nicht ernsthaft Mr. X mit einem Bastion-Meme kombiniert. Ihr verdammten Psychopathen. Hallo Freunde, darf ich reinkommen? Oh, leck mich doch am Arsch. Ich finde es gut. Ich find's gut. Eine Saftsäcke. Er will nicht mit euch Karten spielen. Will auch nicht. Er will mich knuddeln. So, warte mal. Oh. Hä? Ja, mit beiden Händen um den Hals. Er ist ja der Präsident des Kuschelsquads. Ich sehe, du bist gerade verwirrt über dieses Rätsel. Ja, gerade. Warte mal, kann ich das große Rad da oben? Kannst du? Okay. Das Ding da unten ist ja nur für die Treppe gedacht. Die hast du ja ausgefahren. Bist du dir sicher, dass er hier nicht rein kann? Ja. Weil das klang gerade so, als hätte er versucht, die Tür wegzureißen. Du, das klingt immer so, wenn du in einem Safe Room bist. Das ist extra, damit du Panik kriegst. Oh Gott. Die Frage ist nur, steht er dann halt vor der Tür, wenn du rausgehst? Ah, jetzt geht das. Oh, was trinken. Ja, klar, ich muss mir eine neue Nadel fertig. Geile Idee. Fixer-Besteck. Oh ja, das war zum Glück überhaupt nicht laut. Jetzt verstehst du, warum der da nicht rein darf. Aber es ist schön, wie er jetzt schon langsam anfängt mit seinen One-Linern. Aber gut, der versucht selber nur mit dem Scheiß gerade irgendwie klarzukommen. Ja, aber es ist auch wirklich gut umgesetzt. Was ist jetzt eigentlich der Großmann-Schießpulver verglichen mit normalen Schießpulver die doppelte Munitionsmenge her? Ja, kaum erwarten, nochmal irgendwie Schießpulver zu finden. Am besten hochwertiges. Boah, Glück ist noch genug. So, wer von euch Sackgesichtern hat mein Messer? Da hinten ist noch einer. Oh Junge, 3 Uhr morgens erstmal Nieren fangen. Stampf, stampf, stampf. Weißt du was? Ja, leck mich. Ich hab nochmal was reingeworfen. Oh nein. Oh, Sackgesicht. Klink, klink. Wieso ist denn der Raum hier rot? Ist jetzt nicht wichtig. Die Bibliothek bleibt rot. Nee, der Eingangsbereich hier. Ach, da liegt noch ein Kraut rum. Ein Kraut. Jetzt leider nicht wert. Müsste ein grünes sein. Na, so ungehrlich das auch sage, aber ich ignoriere das jetzt mal. Du hast später noch die Möglichkeit, dann nochmal abzugrasen. Eben. Ich habe gerade Mr. X abgehängt, deswegen... Eben, also ist jetzt nichts weltbewegend. Du sahst ja noch Kräuter. Eben. Ich würde das gern gerade mal nutzen, dass er mir nicht am Arsch hängt. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss jetzt wieder komplett runter. Jupp. Das heißt... Nee, nicht von hier. Du hast ja den Durchgang aufgemacht gehabt. Ja, nur ich glaube, ich habe eine größere Chance, hier sicher vor dem Kerl zu sein. Ja, doch. Als, deswegen, ich gehe lieber einen Umweg. Na, dann kommst du, glaube ich, auch noch am ehesten schneller hin, ja. Ich muss doch sowieso, warte mal. Hier, da ist der Pausenraum. Kann ich nicht einfach die Leiter hier immer weiter runtergehen? Nee, warte, dann komme ich da raus. Ich guck mal, wo ich jetzt rauskomme, wenn ich die Treppe hier folge. Guck mal kurz, was passiert, wenn ich der Treppe folge. Kommst du dann beim Kunstraum raus und dann eigentlich über die Eingangshalle? Nicht laufen, Lian, chill. Hör auf zu laufen! Wir haben einen Kaffee getrunken, der ist hippelig. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Warte, hier runter bringt mir gar nichts.
Nee, weil da komme ich nicht durch. Da ist nur. Nee, nee, du musst über die Eingangshalle in den Eingangs. In den Wartebereich und von dort aus dann runter. Nee, warte mal. Ich kann doch hier einfach durch. Denn hier. Ich glaube, ich weiß wie. Ach nee, warte, ich muss ja ganz runter. Stimmt. Ja, warte, dann ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn ich nochmal kurz in den Eingangsbereich gehe. Stimmt. Dann kann ich speichern auch. Du musst ja an dem halben Hähnchen vorbei. Ja, stimmt. Das halbe Hähnchen. Waiting Room. Erwartet im Raum. Aber Will Smith lebt nicht mehr, ne? Nö, nee. Der ist gespalten. Der war ein bisschen gespalten über die ganzen Ereignisse. Einerseits mag er dich, andererseits möchte er dich essen. Sneak 100, ja, also... Ohne Scheiß, ich hab grad wirklich... Das Spiel gibt einem wirklich das Gefühl, du willst nicht laufen. Glaub mir, du möchtest so wenig Geräusche machen, wie nur Menschen möglich. Du möchtest einfach das langsame Gehen beherrschen. Ja. So, liebe Kinder, und jetzt spielen wir nochmal 7 durch und gucken uns diesen krüllenden Hillbilly an. Diese geskriptete Scheiße, ey. Weißt du? Skripteter Bullshit. Das ist also das Gemeine an dem Tyrant. Der läuft seine Routen ab, der sucht auch. Ja, das ist eine KI. Die denkt, ja. die verfolgt dich und sucht sich dann eigene Wege. Das Schlimme ist, er macht nicht mal wirklich Rubberbanding. Ja, gut, so ein bisschen halb, wenn er dich mal wirklich geortet hat, aber ansonsten, der geht Routen ab. Der sucht. Oh, warte mal, ich kann das hier mal. Und der lernt, wie du dich bewegst. Das, ja, gut. Das lernt er. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, aber der merkt halt nach einer Weile, wenn du halt zwischendrin mal in einen der Räume verschwunden bist. Oh, irgendwie habe ich den Schlangen nicht mehr gehört, von mir wegrennen. Ich gucke mich nochmal in den anderen Räumen um, wo ich vorbei bin. Oh oh. Ist eine Tür. Oh, scheiße, da oben ist er. Aber ich glaube, über Etagen funktioniert seine KI nicht. Na gut, er muss sich erstmal hören. Je weiter du weg bist, umso weniger hört er dich. Ah, gut, dann habe ich vielleicht hier nochmal Glück gehabt. Gut, wenn er dich halt in dem Moment anstarrt und die Musik losgeht, dann scheißegal, nee. Ob du leise bist oder nicht, fang an zu rennen. Nee, Musik ist nicht. Ich hab also. Ja, also. Kann also. Oh nee, der. Jetzt kommt hier einer durch die Tür. Sackgesicht. Nee. Du mich auch. Nee, Autogramm. Meh. Ach ja, hier, das halbe Hähnchen. Jetzt hat natürlich einer von denen da oben mein Messer und das geht mir irgendwo gehörig auf eine Zwiebel. Ach, Messer, Messer. Messer, Wässer. Messerchen. Oh ja. Okay, ich lauf mal. Und ich arbeiten an einem unendlichen Messer. Mir fehlt nur noch ein Mr. Raccoon. Einer. Ich weiß nicht, wie viele mir fehlen. Ich hab nicht mitgezählt. Kannst du ja jederzeit nachgucken. Kann ich? Ja. Unter Bonis kannst du nachgucken, wie dein Status gerade ist. Uiuiui. Okay, soweit, so gut. Kann ich aus dem dritten Stock sehen, wenn du da unten latscht, echt? Ja, aber wenn er dich halt gerade nicht wirklich explizit im Sichtfeld hat. Na gut, dann wahrscheinlich. Okay. Also er kann dich aus dem dritten halt schon sehen, wenn du halt in dem Moment halt auch sehr viel Radau gemacht hast. Dann guckt er halt auch wirklich explizit nach unten. Ja, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen Radau machen, weil ihr beide seid ein Problem. Oh, Kasblatt. Problem hat er uns genannt, Bob. Jetzt hat er mich gehört. Ich werde mich mal ein bisschen schneller fortbewegen. Richtung Keller. Schnelle levitieren. Okay. Genau, da muss ich jetzt nochmal hin und die Box holen. Box. Und dann müssen wir noch die Box öffnen. Ja, stimmt. Ja, die muss ich auch noch aufmachen. Aber warte, die ist mit Klebeband versiegelt. Du brauchst ein Messer. Das ist eine Vending Machine. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier für Holy Light? Ich glaube, wenn ich im. Verdammt. Oh, Jesus. Die heilige Coca-Cola. Ich glaube, wenn ich im Keller renne, ist eigentlich. Glaub nicht, dass er mich hier hören kann. Möglich. Wer weiß. Gut, ich schalte mal wieder einen Gang runter. Beziehungsweise ich mache jetzt erstmal die Box auf. Sofern ich. Ah, hier. Er ist auf jeden Fall ein penetrantes Arschloch.
Aber da ist ein Millimeter Teser dran. Das kannst du so gar nicht aufmachen. Das ist physikalisch unmöglich. Und es ist halt einfach... Mr. X ist nicht so, ne... Es ist nicht so eine geskriptete Scheiße wie in Resi 7. Hm. Sagt dem Motto, ich bin Baker, ich kann mich nur in dem Raum hier bewegen. Und Mr. X ist an einigen Stellen ja noch harmlos, finde ich. Ich habe ja schon auch Nemesis ja gesehen gehabt im Alten. Also Gott, wenn sie wirklich will's. Den dritten machen, oh mein Gott, dann will ich nicht wissen, ja. Wie das wird. Ja, bitte, bitte. Den Garagenschlüssel bekommen, let's go. Er wird zwar nach wie vor nicht an Birken rankommen, aber scheiß der Hund drauf. Nemesis mal mit einer guten KI. Muss ich erstmal wieder durch die gesamte Tiefgarage. Oh, dann triffst du ja gleich Mrs. I'm totally not a spy. Nee, die hat auch schon getroffen. Aber mal wieder meine ich damit. Hm, the Backseat Gaming. Ja. Mrs. I'm totally not a spy. Möchtest du mir auch noch sagen, wer mein nächster Boss ist? Du selber. Cool, ich bin mein eigener Boss. Ich bin mein eigener Boss. Hugo Boss. Hugo Boss. Oh Mann. Deswegen, also ich weiß, ich könnte wahrscheinlich hier laufen, weil ich höre auch sein Gestampfe nicht, aber ich traue mich nicht. Das Ding ist, Resi 2 sieht so gut aus, dass wir in 15 bis 20 Jahren immer noch gut aussehen. Also wenn sie es dann nochmal remaken nach 20 Jahren, hoffentlich. Ich fühle mich immer noch scheiße alt. Shit. Nein, mach Menü auf, bitte. Ich hab... Und das wäre so der Moment, wo du tatsächlich gut mit Flashbang arbeiten kannst, wenn sie vor dir rumstehen. Ja, wenn ich eine hätte. Das war schon mal ein... Da hab ich mal echt schon einen guten Schuss gehabt, wo die Viecher sich vor mir aufgereiht haben und dann eine Flashbang auf dem Boden. Oh, fuck. Das waren auf einmal drei, das war ein Problem. Hm? Jesus. Aber gut, ich habe aktuell eine Menge Heal-Items, also... Sollte da jetzt eigentlich keine Probleme haben. Du hast halt wirklich gut drauf reagiert und bist halt echt entgegengerannt. Viele machen halt wirklich den Fehler, die rennen los. Ja, wo hätte ich hin sollen? Ja, viele machen den Fehler. Ich weiß auch nie, warum. Naja, ist ein bisschen Instinkt auch, muss man ja mal sagen. Hm? Dass du dir sagst, boah, GTFO. ASAP. Das ist halt wirklich so das Schöne an den Hunden. Die gehen halt nicht stur auf dich los. Teilweise haben sie auch wirklich so noch Drohgebärden drin. Ja, sie knurren dich mal kurz an und sowas. Ja, die tanzen auch um dich herum, positionieren sich etc. Also, Ach du Kacke. Ach ja, wenn du jetzt das Rätsel machst, hol ich mir ein Wurstbrot. Bin gleich wieder da. Jojo. Ach so. Muss so. Ich schätze mal, das muss beides hier hin. Ich guck gerade bei dir im Stream leider nicht rein, da kann ich dir gerade leider nicht helfen. Ne, ist okay, ich muss nur das irgendwie... Ja, das müssen beide da... Ne, beide können gar nicht. Doch, warte mal. Achso, wenn... Warte mal, dann gehen wir das mal rückwärts an. So. So macht keinen Sinn, das muss also so. Das heißt, ich muss hier irgendwie... Geht aber auch nicht. Ich kann hier eine Drehung reinmachen, aber das bringt's nicht. Warte mal. Doch, beide können. Achso, du bist da unten gerade. Ah, guck mal. Okay, warte mal. Wenn das jetzt so... Dann... Den hier drehen ist Blödsinn. Das tut gar nichts. Das ist spicy. Ja gut, das ist hier die einzige Option. Das ist normal. Der hier wäre andersrum Blödsinn. Das hier. Hä? Das heißt, ich müsste ihn hier. Das geht aber auch nicht. Ah! Ah, okay, ich verstehe. Got it. Hm?
Ich bin ein bisschen mit falschem Gedankengang rangegangen, also habe ich da gerade Glück gehabt. Hm. In dieser Station wimmelt es von Monstern, kann selbst die Schreie hören, aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Ultimative Biowaffe, von dem Miskel absolute Geheimarbeit geschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass er hier vorbei wandert. Wir haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Direkt neben dem Klo. Schönes Deo. So, mein Dude, ich nehme das mal, ne? Nani? And now have fun. Bitch. So. Ah ja, gut, das ist jetzt nochmal. Oh, cool. What are they after? Die sind viel zu kurz, die Haare. Ah! So. Oh, snap. Warte, hab ich noch? Ich hab noch. Multi-Kill! Was hast du denn gerade? Ich hatte noch eine Granate. Oh, hi, Kumpel! Hast du meinen besten Freund wieder gesehen? Er vermisst seinen Hut. Ja. Er vermisst seinen Hut. Er hat gar keinen Hut. Nein! Lass mich doch in Ruhe! Da war so ein Mädchen mit so einer roten Jacke, die hat ihm den Hut weggeschossen. Ja, dann geht das wahrscheinlich bei dir nur. Also geht das wahrscheinlich nur in der Claire. Nee, das kannst du auch mit Leon. Er hat keinen Hut! Dann hast du den wahrscheinlich schon weggeschossen. Ich habe nicht auf ihn ge- Oh, fuck! Alter, sieht der scheiße aus! Meep, meep! Get trucked, Motherfucker! Weil du kannst für den lächerlichsten Scheiß-Achievements kriegen. This is getting old. Saving your assets twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna kill me. Nothing dies down here. Ja, unten stirbt gar nichts, ey. Ich find's immer geil, wie Leon direkt neben Sprengstoff oder Explosion steht und nichts davon bemerkt. Ja, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Skedaddle. Habe ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe vor dem Kerl? Vor Mr. X? Ja. Bist du jetzt aus der Tiefgarage raus mit Ada? Es hat Bumm gemacht und der Typ rückt und rührt sich da vorne noch nicht, also... Dann hast du erstmal noch jetzt fürs Erste ein bisschen Ruhe vor ihm. Dann gehe ich nämlich nochmal zurück zu den... Wobei, nee, warte, die Zellen sind blau, das heißt, da liegt nix. Da liegt nirgends was. Ah, gut, dann gehe ich auch nicht zurück. I'm not risking this. Das riskiere ich nicht, fuck you. Piep, piep. Schöne Fahrt. Uiuiui. Ui, ui. Alter, dieses Spiel. Es macht Spaß. Oh ja. Es macht mega Spaß, aber es ist so fucking nerve-wracking. Das ist ja das Geile daran. Ja. Bei Claire war es aber schlimmer bei mir, fand ich. Leon ging dann. Bei Leon habe ich mich nicht so oft erschrocken. Du hast dich dann gewöhnt. Okay, was mir jetzt so auffällt, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir bei der PS4-Version ist, aber manche Texturen sehen manchmal ein bisschen funky aus. Also halt hier jetzt beim Auto zum Beispiel. Hm. Ist das Shading ein bisschen krass. Meiner Sicht sieht das Spiel geil aus. Okay, hier ist ein großer Platz mit nichts.
More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenner I'd bring Gun Shop. Darf ich da rein? Ja. Cool. Das ist Kendos. Du gehst jetzt in Kendos Gun Shop. Herzlich willkommen bei Kendos Gun Shop. Kendo hat ja auch die ganzen Stars-Waffen gemacht für die Stars-Leute. Going through that gun shop looks like the only way. Ach ja, seid ihr in Grappling Hook hier wahrscheinlich noch nicht. Erstmal unbeliebt machen, wie wär's mit Resi 6? Wie wär's mit Go Fuck Yourself? What a mess. Nee, alles gut. What a mess, ja. Doppisch Zeug. Eine Granate. Langer Lauf? Oh, Baby! Und schon frisst die auch zwei Plätze. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Was, macht die jetzt mehr Schaden? Der längere Lauf? Warte mal. Aufgrund ihrer Shit, das habe ich nicht aufgepasst. Nee, sie hält mehr Munition. Weißt du, ich sehe nur ein Upgrade und denke mir, ja, machen. Upgrade. Ah, Kendos. Ja, es bleibt Kendo drin. Billy, warum hast du so ein ganz ekelhaft verschnörkeltes Tattoo? Tell me how to deal with my daughter. Ja, deine Tochter ist gleich ein bisschen hungrig. No, wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. It's my fucking daughter. Das da ist nicht mehr deine Tochter. Just let them be. Ja, lass sie einfach sein. Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Daddy's here. Oh Gott, mit dem Auge. Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Ich bin Polizist, das ist mein erster Tag, Dipshit. She was a sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. Ach jawohl. Put you to bed too. Okay. Ich habe mir jetzt noch eine weitere Monster-High-Puppe bestellt für Becky. Dann mache ich mit demnächst noch eine Rebecca noch dazu. Das kann doch nicht gut ausgehen. Wann ging sowas jemals gut aus? Was kann nicht gut ausgehen? Dass ich mir noch eine Rebecca-Puppe bastel? Kein Wort. Ach so. Noch eine. Schöne Familie. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening. Oh fuck. And stop whoever's behind it. Der hat sich sehr schnell umentschieden. That's why I joined the force. Naja, gut, du weißt jetzt halt nicht, wer wohin geballert hat. Auch wieder wahr. Hat mehr Muni, genau, mal. Is to take down Umbrella's entire operation. Ach. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Wie geil Leon jetzt noch denkt so, ich mach den Helden. I can do this. Kann ich da tatsächlich rein? Nee, war ja klar.
So ein blöder Zombie-Outbreak ruiniert mir meine Arbeitsstelle. Ich muss Versicherung zahlen. Ich ja sonst keinen Zahnersatz. Wieso mag Schuschmann eigentlich Handtaschen? The fuck? Ich hab einen Rucksack. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, ich spreche noch was anderes an. Ja gut, dann ist das ein Insider, den ich nicht verstehe. Ich glaube, sie wollen ja wissen, ob du Gürteltaschen magst. Glaube ich. Yes. Ansonsten, Shadow, stehst du auf hier, den Krokodok? Ne? Was willst du? Egal. Krokokok? Ansonsten, das Einzige, was mir einfällt, wäre sonst jetzt der Krokodok. This is how we get to Annette. Ihr habt echt merkwürdige Vorstellung. Well said. After you. Gee, thanks. Kanalisation. Oh, erster Job bei den Bullen. Oh, geil. Riecht nach Praktikantenarbeit. Das ist absolute Praktikantenarbeit, hol. Geh da runter, bring mir einen Kaffee. How could they have a facility without the authorities knowing? Hol dir selber einen Kaffee. Aber du bist doch Praktikant. Bin ich nicht. So ein richtiger Drecksjob, ja. Richtig für einen Arsch, könnte man auch sagen. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. Ich hab eher das Gefühl, da ist jemand pissig. Was ist das denn? Geil! Danke dafür, Ali. Hm? Oder was auch immer das war. Hat er den Krokodok kennengelernt? Scheinbar. Mhm. Ach, Handtaschen. Ah! Okay, sorry. Witzig. Ich will hier gar nichts. Wir hatten Titus reingelassen. Oh je, je. Ach ja. Ach ja. Ich bin der Krokodok. Krokodok. Immer ganz wichtig, tust du ihnen nichts, tun sie dir nichts. Ja, das Problem ist, sie haben Hunger. Obwohl, diese Regel hat nie funktioniert und du weißt das. Die Regel ist eher, wenn es Hunger hat, wird es dich fressen. Wenn du sie lang genug ignorierst, dann hören sie schon auf. Again? Ja. Weisheiten aus dem Schulhof. Das hast du damals deinen Kindern gesagt, wenn du deine Kinder gehasst hast. Day one on the job. You sure this is the right way? Unfortunately. Aber die Frisur hält. Als ob Ada sagen würde, so nach dem Motto, ich gehe da nicht rein, ich mach mir nicht die Schuhe schmutzig. Ha, der Depp ist da wirklich runtergesprungen. Oh, scheiße. Ich bin der Krokodok. Und nun rennen. Zickzack wäre angebracht. Ach du Kacke. Oh, ich verstehe. Ah, durch den Müll und der hält mich wahrscheinlich auf. Ja, also geradeaus ist das Dümmste, was du machen kannst. Der fixiert dich so ein bisschen auch noch mit dem Kopf heraus. Okay. Oh fuck. Ja, da konnte ich nicht rechtzeitig weg. Irgendwie, ich habe wirklich nach links gedrückt, aber irgendwie hat das überhaupt nichts gebracht. Das hat sich irgendwie richtig merkwürdig angefühlt. Ja, im Wasser bist du halt so träger. Ja, irgendwie so, Richtung ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also meiner Erfahrung nach direkt links, rechts, links. Du bist ja halt auch rausgebremst worden wegen Müll. Das Geile ist, man kann Cutscenes skippen, ey. Yep.
Und nun rennt. So, der hat so ein. Der hat einen festgelegten Dings. So halt. Also, da ist halt so die beste Strategie, die ich für mich rausgefunden habe. Also, Keks hat es irgendwie geschafft, so mittig durchzurennen. Das sieht auch wunderbar. Oh, Gas! Gas, Gas, Gas! I wanna step on the gas tonight! Ich weiß auch nicht, wie ich es hinbekommen habe, da geradeaus durchzurennen. Von dem Vieh ist ja nix übergeblieben. Ich bin gleich wieder da, ich mach mich mal fertig. Bleib mal noch kurz in dem Becken. Ja. Das ist nur Mr. Raccoon. Okay. Leon, up here. Ja, Ada. Gleich. Da müsstest du seitlich gucken, steht trocken. Das ist echt schwer, was zu finden, weil alles sehr viel dunkel ist. In der Ecke hinten müsste eigentlich der Kerl stehen, wenn ich es noch richtig weiß. Oder es war im zweiten Durchlauf, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Das Schlimme ist, manche waren halt wirklich exklusiv für den zweiten Durchlauf. Ich höre auch nichts. Doch, ich höre was. Da, ich hab ihn. Mir werden am Ende so viele trotzdem fehlen. Ja, du musst ja halt auch noch Claire machen. Und dann mal halt auch noch den zweiten Durchlauf, weil du manche Areale nicht kennst. Du sagst, das Virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. One piece! He took a bite of gum gum. Wieso wollte er aus dem hässlichen Vieh eine Handtasche machen? Stell dir mal vor, wie viele Handtaschen. Es geht nicht darum, dass die schön ist. Es geht darum, dass es viele sind. Ja, aber guck dir das Ding an. Überall klebt Fleisch. Hast du die Qualität? Hast du das Spielzeug gesehen? Und die Qualität des Spielzeugs? Ja, das Spielzeug war hässlich. Und es stinkt nach Gulli. Das sowieso. Und ich möchte jetzt nicht, dass es nach Rookie am ersten Tag riecht. Nach Wookie? Rookie. It smells like Wookie. Boah. Kannst du nur immer wieder sagen, das Spiel ist so toll. Das ist eigentlich das Resident Evil, was ich die letzten Jahre gewollt habe. Stell dich hinten an, ich habe 20 Jahre drauf gewartet. Ich meine, das, seien wir mal ehrlich, das letzte richtig gute Resident Evil war 4. Ja. Also. 5 war. Ne. Ich glaube, wir können uns darauf einigen. 5 macht mit Freunden Spaß. Es ist ein Partygame, das lustig ist, aber es ist nicht, oh geil, ich möchte Sex damit haben. Ja, nee, das ist es wirklich nicht. Hier kann ich wirklich nur speichern, hier ist keine Box. Aber gut, ich brauche auch gerade keine Box. Über 6 müssen wir nicht viel diskutieren. Immerhin, was ich aber sagen muss von 6, das Gameplay funktioniert. Ja, aber man kann es besser machen. Ja, man kann es definitiv besser machen und es ist absolut kein Resident Evil, aber Gameplay funktioniert. Jetzt stell dir mal vor, das Team von dem Teil hier würde 6 machen. Und 7 hat nie existiert. Danke um die Ecke, Beat Lord. Hasse 7. Ohne Scheiß, ich hasse 7 mehr als 6. Hey! Zu Recht. Aua! You'll never get the G-Virus. Ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine! Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Freak. Oh, har. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. Bark, bark, margen, schnurgen, hurgen. Must be in the nest. Ach, guck mal. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Ada manchmal vom Gesicht her aussieht wie eine Milf? Sorry, wenn ich das gerade so sage, aber ich darf Ada spielen. Ja, klar.
Oh wow, fuck me sideways. In dem Kleid? Nein. Pistole mit 9 Schuss, ja. Mensch, geil. Oh, weißt du aber sowas? Du darfst einfach Ada spielen. Das ist... Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass sie irgendwann als kostenloses DLC wahrscheinlich noch ein Separate Ways reinpacken. Irgendwo was? Ist Leon das Item? Ist Leon das Sextoy? Ist okay, lass dir Zeit. Hier ist... Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Hier soll irgendwo was sein, aber ich finde nichts. Ja, da ist eine Leiter. Guck doch mal. Oh. So, das geht noch... Ja, die Leiter habe ich schon gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dasselbe Areal ist. Ja, versuch doch mal das Leiterchen hochzuklettern. Hey, mach das schon. Halt da, mach ich doch schon. Look at those tits, though. Wenn du an der Leiter stehst. EMF? Wie wer? Visualizer, um Kabel auf so elektrische Geräte zu hacken? Oh nee, I get some Watch Dogs Hype. It's secret weapon. Wo kein Hype ist, because this game was fucking trash. Hm, was? Es wird als gratis DLC 3 Mini-Kampagnen haben, Resi Twitter-Account. Oh! Also direkt 3. Geil, also absolut jetzt mal nichts weiter spoilern lassen. Wobei ich echt sagen muss, 3 Mini-Kampagnen und das gratis? Ich guck jetzt mal auf Resi 6, wo man jeden inhaltlichen Spielermod kaufen musste. Die Minispiele. Ich meine, ohne Scheiß, die Zusatzmodi in Resi 7 waren zum einen Minispiele, wo ich absolut lächerlich fand. Das Einzige, was du gratis bekommen hast, war Captain, ich baller rum, yo. Ja, und das war ein scheiß DLC. Das war eine noch schlechter geschriebene Fanfiction. Weil auf schwer... Och, nee. Na, der Hero-DLC ist auf schwer nicht unbedingt schwer, aber der Endboss ist einfach nur unfair. Halt doch dein Maul! Echt jetzt 9 Kopfschüsse? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. 2 Wochen darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt eine Ersatz-ID haben, damit wir bestimmte Bereiche überhaupt eingehen können. Anders gesagt, wir können nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Aber wie gesagt, wir müssen hier eine ruhige Kugel schieben. Ja, Ada hat bestimmt kein Messer oder so, ne? Nee. Ist jetzt Stilettos. Zählt auch. Wow. Nee, also da bietet es sich an, den Typen einfach nur in die Beine zu ballern. Ja, das kam jetzt ein bisschen spät. Ja, warte. Du musst die Tür, die weißen. Ja. Ich muss mich nebenbei ein bisschen bewegen. Bisschen Aim-Move machen. Egal, ich habe 9 Munition an dem Käfer geschossen. Wie wenig Schaden macht ihre Knarre? Das ist ein Baby-Colt. Ja, ich merke schon. Ah, schön. Den kann ich mir mal direkt auf Twitter angucken, den Trailer. Nein, Joe. Okay. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Fick dich ins Knie. Ach so, stimmt. Ja, das war dieses Ghost Survivors. Das sind 3 einzelne Kampagnen? Geil. Ghost Survivors? Ist das nicht ja auch das mit Hank? Unter anderem Hank, dann anscheinend noch mit Candles. Und mit jemand, den du noch nicht gesehen hast und den ich dir jetzt erzählen werde. Wären das denn kostenpflichtige DLCs oder frei? Also, so wie ich das jetzt erzählt bekomme, sind die kostenlos. Respekt. Alter, also... Ich meine, auch wenn die nicht unbedingt lang werden, aber trotzdem. Ist doch drauf geschissen, ob die lang sind oder nicht. Hallo? Es ist Content, der einfach so nachgeschoben wird. Das muss man schon sagen, ja. Das ist, this is something. Shadow? Na? Du redest das vorhin von In-Character. Hm? Gleich werde ich es erst recht sein. Ich bin mich gerade am Schminken dafür. Oh, nice. Gleich versucht sie wieder texanisch zu klingen. Okay, halt mal kurz. Chug it down your throat.
Ja gut, der Hunk-Mode wurde halt auf Speed aus, bis das Fort Survivor, aber so wie das jetzt aussieht, hast du da anscheinend irgendwie noch eine Story-mäßig was mit dem. Hey, was? Ach so, das ist wieder sowas. War das hier mit Ada damals genauso? Ada hat sie damals gar nicht gehabt. Achso, das ist jetzt also tatsächlich was komplett Neues. Das ist neu. Also damals im Original hast du nur mal etagenweise Scherben gespielt. Du musst auch kurz einmal Ada spielen. Ach, nein, nicht Double Team, nicht Ada. Hm? Ja, du musst es auch kurz Ada spielen, aber nicht so extrem wie jetzt da. Du musst es auch einmal kurz Ada spielen. Ja, original keine Ada-Passage mehr in Erinnerung. Goddammit. Ja, fuck you! Wo sind meine Linsen schon wieder hin? Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ihr seid hier gerade alle so klumpi. Ja, okay, bin tot. Ja, und nochmal Double Team. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Oh Mann. Mit Ada rumlaufen saugt. Ich bin mit Ada nie gestorben. Was? Spielmodus-Assistentenwechsel zum Fortfahren? Fick dich, nein! Schiebst dir sonst wohin? Don't fucking patronize me. Ich hasse es, wenn Spiele das machen. Das muss ich gerade echt nochmal nachgucken. Im Original war eine Ada-Passage? Ich weiß das Original nicht mehr. Das Spiel, helfen, ich will keine Hilfe. Kannst du was selber. Oh Mann. Ich mag diesen Hacker-Kram irgendwie. Es ist irgendwie funky. Das Einfachste, was du machen kannst, bleib einfach oben im Korridor stehen und kannst in aller Ruhe erstmal schon die Tür hacken. Ja. Und den Viechern ballerst du einfach 3 Kugeln ins Bein, dann bleiben sie am Boden. Also bislang Ada not a fan. Das sage ich nicht, weil hier überall Ventilatoren rumlaufen. Ja, aber immerhin sieht man in dem Spiel sowas mal. Nicht wahr, Resi 7? Mit. Und oben die Tür hacken geht doch gar nicht. Komm doch da gar nicht hin. Ey, muss er da irgendwie hin? Muss hier schon einmal durch. Gut, jetzt weiß ich, wo ich durch muss. Wenn die sich jetzt diesmal nicht wieder so ekelhaft hier rumklumpen, dürfte das auch kein Problem sein. Aber ich hatte eben gerade das Glück, dass die sich so alle an einen Punkt geklumpt haben. Wo ich denn nichts mehr machen konnte. Ey. Ach Gott, das waren die Passagen. Oh Gott, die habe ich original gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Stimmt, mit Ada bist du tatsächlich mal ein bisschen rumgerannt, war aber nicht der Rede wert. So, sind wir sowieso hier, jetzt kann ich auch das Zeug mitnehmen. Meine Güte, 20 Jahre und man vergisst alles. Nicht wahr? Komm! Fucking Jackass! Ich find's geil, wie die beiden da sich gedacht haben, Flashbang, was ist das? Die haben das direkt angeguckt. Also Flashbang hat hier so ein paar sehr merkwürdige Properties. Hm. Obachi. Ja, ohne Scheiß. Irgendwie, die gucken die Dinger an und denken sich so, Hallo? Ich merke jetzt erst. Ada absorbt ihre Haut gerade Blut? Ich habe keine Ahnung.
Das ist das gute Kleid von H&M, das saugt Blut aus dir Primark. Und Kindern. Primark. H&M. Primark. Das ist das gute H&M. Ein H&M und nebendran ein erschossener Schlecker. Einige nennen ihn Licker. Ist halt schlimm, dass wir im deutschen Raum diese Insider bringen können und die Amis denken sich nur, was? Schlecker, dumme Deutsche. Wie heißen Licker? Also im Prinzip würde Schlecker noch geben, könnten sie hier richtig geile Reklamen bei den Amis machen. This is not good. Ja, lass mich raten, das... Ja. Meine roten Kontaktlinsen sind futsch. Okay, ohne roten Linsen heute schon. Halt dein Maul. Aber Kicks, ich hab grad nochmal nachgeguckt. Ich hab original nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass Eldar vorkam. Du hattest mit Ada auch eine Passage, aber nicht mit diesem EMF-Gerät. Nee, das gab's damals nicht. Wir sind nur stur rumgerannt mit Knarre. Ja. Was soll ich jetzt hier machen? Du musst den Schaltkreis hacken, damit die Tür aufgeht. Ach so, ja, geil. Ja, ich bin es nicht gewohnt, auf einmal nur sowas Bescheuertes wie Hacken mitzumüssen. Alter. Was erwartest du bei Ada? Sie ist ein verdammter Spy. Was? Sie ist doch beim FBI. Echt mal. She's, obwohl, stimmt ja, she's totally not a spy. She wears her, I'm totally not a spy, jacket. I'm sorry. Oh, nee, ich vergesse das immer, dass es sowas Bescheuertes hier gibt jetzt wie Hacken. Was denn jetzt? Ich hab, oh. Oh, nee. Ich will so schnell wie möglich wieder Lien spielen, bitte. Wohl hättest du gleich Bock, eine Runde Overwatch zu spielen? Was? Hättest du gleich Lust, eine Runde Overwatch? Du willst jetzt unbedingt im Cosplay Overwatch spielen. Genau. Mann, die Frau ist schlimm. Ja. Dann beziehen wir uns aber am besten irgendwie in den Racy-Talk, ja, damit Schatten aber muss sein. Sagen. Machen wir auch dann gleich. Ich schmink mich ja nur so lange noch. Ach, jetzt muss ich das wieder zurückmachen. Ich bin so gut wie tot, ja. Tot. Toast. Ach Mann, ich will wieder Lien spielen. Ada ist echt scheiße. Du hast es ja bald hinter dir. Ja gut, Mann, diese ganze Hacker-Kacke. Also, Hacker. Also, du hältst mit so einem Gerät einfach hin. Jetzt muss ich alles nochmal machen, ey. Oh Mann. Das ist doch kacke. Ach nee. Ach, das ist ein Save Point. Och. Das Spiel hat Kontrollpunkte? Ja. Ja. Oh, ich dachte, das Spiel sagte mal so, ha, du hast nicht gespeichert, fuck you. Nee, das Spiel ist tatsächlich auch mal nett. Ach so, gut. Ich dachte, ich müsste jetzt den ganzen Bullshit nochmal machen. So. Hartnäckige Wichskugel. Immerhin ist sein Theme verdammt gut. So. Das solltest halt auch durchhacken. Oh, hast du. Mhm. Ja, jetzt das Gefühl, ich müsste den ganzen Scheiß nochmal machen. Achso, und jetzt denkt er sich so, nee, da laufe ich hier nicht nach, das ist mir zu doof. Mr. X ist ein Wichser. Na, sucht euch doch einen anderen Idioten. Ja, ich hab da keinen Bock mehr. Kein Strom. Ja, hacken. Ich gehe jetzt einfach zu diesem Lien, der liegt da so rum und dann streiche ich ihm sanft den Kopf. Ich nehme jetzt mein Speedmessgerät und dann gehe ich Leute hacken. Guck dich da mal um, da müsste noch irgendwo ein Mr. Raccoon sein. Mr. Raccoon? Ah ja, hier, ich sehe ihn sogar. Next der, time, der war Mr. easy. Raccoon. So, was müssen wir denn jetzt hier? Vor allem ist es schön, wie Ada einen Röntgenblick hat, sobald sie das Ding benutzt.
Ja gut, im Normalfall hätten die Dinge eigentlich nur so ein komisches Lämpchen dran, sobald die einen Elektroschaltkreis haben. Kennst du ja da vom Elektriker, wenn er Leitung sucht in der Wand. Mhm. Weil sie hackt da ja auch nicht wirklich, sondern er überladet die Nächster, bitte! Hey, danke für den Twitch Prime Sub, mein Dude! Mit frisch angetroffenen neuen Armband können wir in der Inspektion des Gelände beginnen. Ich bin ja mal kurz weg. Alex möchte kurz was von mir. Okay. Gut. Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts einmal draufwerfen. Usa. Ah. Yes. Hat sich Cheryl hier nochmal gemeldet? Er war vorhin im Chat. Also Cheryl war vorhin im Chat. So viel weiß ich noch. Weiß ja, nicht, wo er jetzt ist. Cheryl hat auch bei mir auch mit zugeguckt gehabt, als ich das gemacht habe. Oh. Ach so, ich dachte, ich habe gerade abgefuckt, weil ich die Dings nicht richtig gelesen habe. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. I realize that. Wieso kann ich jetzt hier auf nichts? Jetzt? Was versuchst du gerade zu machen? Hacken. Wo bist du gerade? Ich werde gerade verbrannt. Aber nichts ist hier anklickbar. Guck mal hinter an die Seiten. Ich guck an die Seiten. Da links. Unten. Oh. Da ist die eine magische Box. Ja, das kann ich mir, glaube ich, in die Haare schmieren. Es sei denn, ich kriege hier Zeit dazu. Da. Oh Gott. Ja, okay. Glück gehabt. Gerade noch so. Oder? Okay, yes. Ich hab's gestern aber auch gerade so eben geschafft. Spicy! Okay, Alex Regen besteht aus, ich texte dich zu. Hör sie nicht gesund an. Klar, also ich werd's im Kopf behalten. Also wie gesagt, der war vorhin im Chat. So viel weiß ich. Er war eine Zeit lang des Streams, war er da. Aber wo er jetzt ist, weiß ich nicht. By the way, Sekunde mal. Hey, Maus. Fucking shit, what? Das war nicht knapp, das war planned. Das war alles geplant. Das war hot. Vielleicht hat er sich auch irgendwie hingelegt. Ich meine.